Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 47, Antrag der Fraktion der FDP, Aktuelle Stunde. Mitglieder der Regierung Bouffier fordern den Ausstieg aus der Kohleverstromung. Wirtschaft und Verbraucher zahlen die Zeche 19-4850. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte meine Rede einen kleinen persönlichen Beitrag vorwegstellen. Mein politischer Mitstreiter in einer anderen Fraktion, der Kollege Peter Stephan, ist mir zugetragen worden, hält heute die letzte Rede an dieser Stelle zur Energiepolitik. Er wird es wahrscheinlich nachher hier verkünden. Jetzt bin ich in der schwierigen Situation, dass ich vor ihm reden muss oder darf. Trotzdem möchte ich, lieber Peter Stephan, an dieser Stelle bei allen inhaltlichen Auseinandersetzungen, die wir haben, und dir ausdrücklich zurufen, dass wir hier fast zehn Jahre gemeinsam Politik gemacht haben in unterschiedlichen Rollen. Und auch wenn wir inhaltlich das ein oder andere Mal heftig geschritten haben, hat es keine Auswirkungen auf unsere persönliche Beziehung und unseren persönlichen Respekt voreinander. Und darum vielen Dank für die Zusammenarbeit, für die auch kontroverse Zusammenarbeit von dieser Stelle von mir, und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und, es geht immer weiter, und das Leben hat immer viel für einen übrig, auch außerhalb dieses Hauses. Von daher viel Erfolg und viel Glück auf deinem weiteren Weg hier von mir an dieser Stelle. Ja, jetzt ist es bei meinem Lieblingsthema der Energiepolitik ein bisschen schwierig, den richtigen Einstieg wieder zu bekommen, weil man doch eine gewisse persönliche Stimmung hat jetzt. Ich will es trotzdem probieren, und ich denke, auf dem Weg dahin wird mir das auch gelingen. Wir haben wie immer das schöne Thema Energiepolitik heute zur Diskussion gestellt, und der Anlass ist nicht überraschend. Der Anlass ist die politische Haltung zur Energiepolitik in Deutschland unserer grünen Partei hier in Hessen, aber auch des grünen Wirtschaftsministers. Was ist passiert? Die Energiepolitik in Deutschland hat die wirtschaftliche Vernunft verlassen. Sie hat eigentlich fast komplett die Vernunft verlassen. Sie ist auf einem ideologischen Weg. Es ist, man kann fast sagen, religiöse Züge mittlerweile. Jeder, der sich mit der Energiepolitik intensiv auseinandersetzt, kann den Eindruck gewinnen, dass es hier mittlerweile jenseits von Rationalität und der Ausblendung von allen möglichen Fakten immer weiter ein falscher Weg vorangetrieben wird. Die hohen Priester dieser Politik sind nun einmal die Kollegen von der grünen Fraktion. Die sind da auch noch stolz drauf, und deshalb werden sie sich auch gern meiner Kritik stellen. Meine Frage ist eine andere Frage. Meine Frage ist nicht, was hat Tarek Al-Wazir dort in Düsseldorf wieder von sich gegeben zum Thema Energiepolitik? Doch, da habe ich auch eine Frage, Herr Al-Wazir. Waren Sie das eigentlich als hessischer Minister? Waren Sie das als grünes Parteimitglied? Waren Sie das, wie Frau Löhrmann, erst mit dem Dienstwagen um die Ecke parken und dann im Elektroauto weiterfahren? Wie waren Sie da in Düsseldorf? In welcher Rolle, und was haben Sie dort eigentlich genau getan? Haben Sie Wahlkampf gemacht? Am 14. Mai ist ja da zufälligerweise Landtagswahl. Haben Sie versucht, dort grünen Wahlkampf zu unterstützen an dieser Stelle? Das würde mich schon noch einmal interessieren. Aber eigentlich interessiert mich die Haltung der hessischen CDU, und dort ganz speziell die Haltung der Landesregierung, aber mittlerweile auch, und das ist ja überall seit der Kommunalwahl in Hessen zu hören, gibt es massive Absetzbewegungen in der Hessischen Union, was die Energiepolitik dieser Landesregierung angeht. Und da würde ich Sie schon hier bitten, den Redner der CDU, aber auch den zuständigen Vertreter der Hessischen Landesregierung, ist das, was dort in Düsseldorf am 29.04. geäußert worden ist, die Linie der Hessischen Landesregierung, oder ist das eine Einzelmeinung? Ich denke, jeder, der sich rational mit der Energiepolitik in Hessen, in Deutschland auseinandergesetzt hat, dem ist aufgefallen, dass wir irrsinnige Summen, 25 Milliarden Subventionen allein über das EEG, ausgeben, eigentlich ohne nennenswerte Erfolge bei der Frage der CO2-Einsparung. Alle wissen, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir im europäischen Kontext keine Tonne CO2 einsparen.
Wir haben mittlerweile 30.000 Windräder installiert in Deutschland, annähernd 30.000. Wir haben keine Speicher, die Trassen liegen brach. Alle wissen, dass es gigantische Probleme gibt. Und dennoch gibt es eine Partei in Deutschland, die die Augen zumacht und einfach weitermacht und immer weitere Forderungen stellt. Und das ist einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und darum, die Rede von Tarek Al-Wazir kann ich hier wahrscheinlich nach- oder vorsprechen. Aber mich würde einmal interessieren, ist das die Haltung der hessischen CDU? Und ist das die Haltung der hessischen Landesregierung? Das sind die Fragen, die wir stellen, und da erwarten wir eine klare Antwort. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Angela Dorn, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Da haben Sie ein echtes Megathema aufgespießt, Herr Kollege Rock. Die grünen Minister stehen für einen verbindlichen Kohleausstieg. Also, wenn die CDU das vorher gewusst hätte, dass sie mit so einem Koalitionspartner koaliert, also wo ist denn die Neuigkeit in Ihrer Aktuellen Stunde, Herr Kollege? Aber ich diskutiere gerne über die Düsseldorfer Erklärung. Das ist eine bemerkenswerte Erklärung, aus meiner Sicht auch sehr wichtig. Warum ist sie wichtig? Herr Kollege Rock, auch wenn Sie die Augen immer wieder davor verschließen, wir werden unser Klimaschutzziel 2020 verfehlen. Wir haben 2016 nicht, wie es wichtig wäre, eine Senkung von Kohlendioxid gehabt, sondern einen Anstieg in Deutschland. Wir waren früher einmal Klassenbester beim Thema Klimaschutz. Wir sind mittlerweile gefährdet in der Versetzung. Wir haben höchsten Handlungsbedarf, und deswegen ist es wichtig, über den Kohleausstieg sich Gedanken zu machen, Herr Kollege Rock. Die Folgen dieser globalen Überhitzung sind dramatisch. Wir merken es schon hier, wir merken es schon jetzt, wir werden es noch viel stärker merken mit Dürre, mit Überflutungen. Und vor allem im globalen Süden werden wir es noch merken. Und wenn wir uns heute die Flüchtlingszahlen anschauen, wenn wir heute die Herausforderungen spüren, das werden noch ganz andere werden, die mit der Klimakatastrophe sonst passieren würden. Insofern müssen wir jetzt handeln. Und es ist außerdem noch so, je länger wir warten, desto schwieriger und teurer wird es. Deswegen heißt es, heute akut sich Gedanken machen, heute handeln, sonst ist es zu spät. Die Ursache für den Anstieg, der jetzt wieder 2016 war, ist vor allem der Verkehr. Deswegen haben wir auch, und das war ja sehr weise, im Klimaschutzplan vor allem den Verkehr in den Mittelpunkt genommen. Aber, Herr Kollege Rock, auch wenn Sie immer wieder versuchen, das Gegenteil zu zeigen, Fakt ist, die Kohlekraft ist auch mitverantwortlich. Es ist nämlich so, dass die Klimaschutzfortschritte, die man eigentlich hat durch die erneuerbaren Energien, die werden zunichte gemacht durch die Überkapazitäten an Kohlekraft, Herr Kollege Rock. Es ist einfach so, Sie müssen sich mit der Materie auch einmal beschäftigen. Wir haben im Moment das Problem, dass Braunkohlemeiler weiterlaufen. Auch dann weiterlaufen, wenn viele erneuerbare Energien im Netz sind. Auch dann weiterlaufen, wenn gerade die Börsenstrompreise, Herr Kollege Rock, sehr niedrig sind, weil sie einfach durch frühere Subventionen enorm billig sind. Und das ist das Problem. Wir exportieren Strom aufgrund dieser Überkapazitäten an Kohlekraft und verhageln damit unsere CO2-Bilanz. Und an dieses Thema müssen wir heran. Sie sehen auch durch Expertenmeinungen, beispielsweise Energy Brain Pool, Strombörsenspezialist, die zeigen ganz deutlich, man könnte bis zu 36 Kohlekraftwerke vom Netz nehmen, ohne dass es Probleme bei der Stromversorgung gibt. Ja, Herr Kollege Lenders, Sie müssen auch einmal Expertenmeinungen lesen und nicht nur immer die eigene Community befragen. Hier gibt es ein enormes Potenzial. Wir könnten die Klimaschutzziele noch 2020 erreichen. Wir könnten unsere Erde schützen von unserem deutschen Beitrag aus. Wir brauchen einen verbindlichen Kohleausstieg. Und natürlich wäre das eine Herausforderung, keine Frage. Aber vor allem wäre es eine wirtschaftliche Chance. Die erneuerbaren Energien, wenn Sie einmal weltweit schauen würden, Herr Kollege Rock, sind längst auf dem Vormarsch. Das ist der Markt der Zukunft. Sie denken immer, Sie wären die Partei der Mut und suggerieren sich das immer wieder selbst ein. Sie sind bei diesem Thema die Partei der Verzagtheit, die Partei der Angstmacher. Das ist eine Wirtschaftspolitik der 70er Jahre. Schauen Sie einmal weltweit, wo die Investitionen hingehen. Längst haben weltweit Investitionen in erneuerbare Energien, die in fossile überstiegen.
Aber in Deutschland erleben wir gerade einen Markteinbruch bei erneuerbaren Energien, 47%. Wir verlieren den Anschluss an die Weltspitze. Das dürfen wir doch nicht zulassen. Und wenn die Wirtschaftspartei der FDP das zulässt, wundere ich mich besonders. Schauen Sie sich einmal um. Norwegen, der Pensionsfonds. Sie sind ausgestiegen aus der fossilen Energie. Schauen Sie nach Großbritannien, schauen Sie nach Frankreich. Frankreich nicht so sehr wegen Atomkraft, sondern wegen der Kohlekraft. Oder schauen Sie sich doch den Wertverfall von RWE-Aktien an, von E.ON-Aktien. Was würden Sie denn einem Nachbarn heute raten, wo er investieren soll? Sie würden doch dem auch raten, dass er lieber in erneuerbare Energien investieren sollte, weil das die Zukunft ist. Sie können doch nicht Ihrem Nachbarn das eine raten und im Land genau das Falsche machen. Und Herr Kollege Rock, immer wieder diese Strompreisdebatte und das EEG. Ich finde es eine absurde Situation. Die Situation ist nämlich so, Herr Kollege Rock, unser Strom wird immer klimafreundlicher, immer sauberer und wird gleichzeitig immer höhere Umlagen und Abgaben belegt. Gleichzeitig sind fossile Energien klimaschädlich, bleiben aber genauso günstig. Das ist eine absurde Situation, die verändert werden muss. Deswegen muss man über CO2-Abgaben nachdenken, Herr Kollege Rock, statt weiter über Kohlekraftwerke und das EEG abzuschalten. Genau das ist der falsche Weg. Der führt weiter in die Klimakatastrophe. Deswegen finden wir die Düsseldorfer Erklärung von Tarek Al-Wazir und anderen grünen Minister als grüne Fraktion richtig. Es gibt da einen klaren Abschaltplan, aber er ist sozial verträglich gemacht. Es lohnt sich, den auch einmal näher anzuschauen, Herr Kollege Rock, wenn Sie sich dafür einmal interessieren würden. Da sind CO2-Budgets gefordert, da sind CO2-Mindestpreise gefordert. Das ist schön. Dann haben Sie auch gemerkt, dass der Verbot von neuen Kohlekraftwerken drinsteht, das Abschalten der 20 ältesten Kohlekraftwerke bis 2020 und auch ein Fonds für Strukturentwicklung. Wie ist denn Ihr Plan eigentlich für einen Kohleausstieg? Sie sagen immer wieder, was Sie alles nicht wollen. Jetzt sagen Sie glücklicherweise heute auch einmal, was Sie wollen, Kohlekraft. Wie wollen Sie die Klimaschutzziele erreichen? Sie machen davor, wir schließen die Augen. Sie haben keine Lösung für dieses Problem anzubieten. Frau Kollegin Dorn, Sie denken an die Redezeit? Die Redezeit. Ich möchte auch noch ein paar persönliche Worte an meinen Kollegen Peter Stephan verlieren. Nicht verlieren, sondern widmen. Ich möchte mich bedanken, lieber Peter, ich möchte mich bedanken für viele Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir einmal so gut zusammenarbeiten, so konstruktiv zusammenarbeiten. Es war auch gar nicht immer einfach, aber es war immer, und das, da habe ich Hochachtung vor, immer an Lösungen orientiert. Und ich weiß, du bist ein Mensch und ein Politiker, der für seine Sache brennt, wie ein Löwe kämpft, gerade wenn es um die Belange des ländlichen Raums geht, um deine Themen brennst. Und was dich immer ausgezeichnet hat, entweder ganz oder gar nicht, immer mit vollem Einsatz und immer auch die anderen im Blick. Und deswegen ist so, wie du gerade gehst, mit Rücksicht auf andere, mit dem Wissen, dass du mit voller Kraft da sein willst, das bist genau du, das ist typisch für dich. Wir werden dich vermissen, auch als feiner Mensch. Danke für die gemeinsame Zeit. Vielen Dank, Kollegin Dorn. Das Wort hat der Abg. Timon Gremmels, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Für die SPD-Fraktion ist klar, wir stehen zur Energiewende, und wir haben immer gesagt, der notwendige nächste Schritt nach dem Atomausstieg ist der schrittweise Ausstieg aus der fossilen Energie und aus der Kohlekraft. Und dazu stehen wir nach wie vor, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir machen das so wie das Klößeessen, einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Und deswegen werden wir erst einmal daran arbeiten, 2022, dass das letzte Atomkraftwerk vom Netz gegangen ist. Und dann werden wir uns dem Ausstieg aus der Kohlekraft widmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist schrittweise und sinnvolle Umsetzung von Energiepolitik. Das sage ich auch gerade in Richtung der GRÜNEN. Nacheinander und nicht alles parallel und überstürzt, liebe Kolleginnen von den GRÜNEN. Nee, nichts. Ach, ich habe da nur darauf gewartet. Danke, Herr Bocklet. Aussitzen. Ich habe mir einmal den Koalitionsvertrag von Rheinland-Pfalz angeguckt, wo die SPD die Regierungschefin stellt, und Juniorpartner sind die GRÜNEN und die FDP.
und habe einfach einmal geguckt, was steht denn da zum Thema drin. Und Herr Rock, Sie sagten, wir würden es aussitzen, aber die Koalitionspartner halten, jetzt zitiere ich den Koalitionsvertrag aus Rheinland-Pfalz, am Ausstieg aus der Atomkraft fest und wirken auf den anschließenden Ausstieg aus der Kohlekraft hin. Das haben SPD, Grüne und FDP beschlossen. Das finde ich, dazu braucht es halt eine SPD-geführte Landesregierung, um so fortschrittliche Politik zu machen. Leider müssen wir in Hessen bis 2019 darauf warten, dass wir sozusagen unter Führung eines SPD-Ministerpräsidenten die Grünen und die FDP auf den richtigen Pfad in der Energiepolitik zusammenführen. Das wird unsere Aufgabe sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde es dann schon spannend, ja, wenn ich diesen besagten Koalitionsvertrag aus Rheinland-Pfalz zitiere und dann sehe, dass die grüne Umweltministerin aus Rheinland-Pfalz auch nach Düsseldorf fährt und sich dahin stellt und fordert, dass wir 20 Kohlekraftwerke bis 2020 abschalten. In Rheinland-Pfalz das eine sagen, in Düsseldorf das andere machen, das ist Populismus und das ist Wahlkampfrhetorik pur, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun kann man ja wenigstens sagen, die GRÜNEN in Rheinland-Pfalz hatten eine Haltung zum Thema. Ich habe da einmal geguckt, was haben denn eigentlich die GRÜNEN im Koalitionsvertrag mit der CDU hier in Hessen zum Thema Kohle vereinbart. Da gibt es ja eine schöne Suchfunktion, man gibt oben Kohle ein, Nulltreffer. Kohlekraft, Nulltreffer. Ausstieg, Kohleausstieg, Nulltreffer. Es gibt in Ihrem schwarz-grünen Koalitionsvertrag zum Thema Kohleausstieg null, jetzt nichts, gar nichts. Und Frau Dorn, dann müssen Sie sich nicht hierher stellen und große Reden schwingen und Herr Al-Wazir in Düsseldorf fordern 20 Kohlekraftwerke weniger bis 2020, wenn Sie in Hessen überhaupt nichts liefern, da wo Sie regieren. Sonst beschließen wir doch hier bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, kriegen wir von Schwarz-Grün irgendwelche Anträge auf den Tisch, wo wir Formulierungen aus Ihrem Koalitionsvertrag absegnen sollen. Kein Wunder, dass Sie hier nichts vorliegen haben, weil im Koalitionsvertrag steht dazu gar nichts. Sie haben da versucht, das auszuklammern, indem Sie auf den Energiekonsens in Hessen verweisen. Energiegipfelbeschlüsse wollten Sie umsetzen. Das steht in Ihrem Koalitionsvertrag. Gut, dann habe ich mal den, das ist ja schon ein Weilchen her, 2011, den Beschluss zum Thema fossile Energien des hessischen Energiegipfels herausgesucht. Und da steht drin, hinsichtlich des Aus- und Weitersbaus von Kohlekraftwerken besteht zwischen den Teilnehmern des hessischen Energiegipfels keinen Konsens. Es gibt dann, der Energiegipfel empfiehlt Schließung der ausstiegsbedingten Lücke der Energieversorgung, da ist Atomkraft mit gemeint, durch konventionelle Kohlekraftwerke modernster Technik. Darauf verweisen Sie in Ihrem schwarz-grünen Koalitionsvertrag. Also, ich fasse zusammen, die GRÜNEN in Hessen sind für den Ausbau moderner Kohlekraftwerke, weil sie keine andere Meinung haben. Ja, dann sagen Sie, gehen Sie nachher vorne, erläutern Sie mir, wo ich das in Ihrem tollen Koalitionsvertrag finde, nichts dazu. Insofern sage ich Ihnen, das ist wahlkampfbedingte Rhetorik. Sie sind Ihrer grünen Minister beigesprungen, weil es in NRW für die GRÜNEN nicht gut aussieht. Das ist Populismus. Sie liefern in Hessen selbst gar nichts. Beweisen Sie mir das Gegenteil, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir als SPD haben gesagt, es ist eine schwierige Aufgabe, gerade auch für die SPD, weil wir auch die Partei derer sind, die im Bereich des Bergbaus, im Bereich NRW auch viele Kumpel haben, die SPD-Mitglied sind. Und es ist eine Herausforderung, die Energiewende hinzubekommen. Und die Bundesregierung hat eine Kommission eingerichtet, die im Jahre 2018 tagen soll und dort zusammen mit allen Beteiligten, auch mit den Länderministern, einen Weg für den Strukturwandel in diesem Industriezweig beschreiten soll. Bevor Sie hier populistische Reden in Düsseldorf halten, Herr Al-Wazir, bringen Sie sich in diese Arbeitsgruppe ein und geben Sie Butter bei die Fische, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte abschließend auch, wie das die Kollegen getan haben, mich beim Kollegen Stephan bedanken für die spannende Zusammenarbeit. Ich habe einen Wandel bei Ihnen wahrgenommen, meine ich zumindest. Sie sind einer der, das gestehe ich Ihnen zu, redlichen Kämpfer für die Energiewende, auch in Ihrer Fraktion. Dass das nicht immer einfach ist, gerade wenn ich in den Rheingau-Taunus-Kreis blicke oder woanders hin, da haben Sie es auch nicht immer leicht. Ich hoffe, Herr Stephan, dass Ihr bevorstehendes Ausscheiden nichts damit zu tun hat, dass am Wochenende auf dem CDU-Parteitag in Bezug auf die Energiewende ein Rollback droht. Das hoffe ich mal nicht. Ich hoffe, dass Ihre Wirken sozusagen in die CDU über das Ausscheiden aus dem Landtag heraus Bestand hat. Ich danke Ihnen für die Zusammenarbeit. Es war mitunter streitbar, aber das macht es ja auch aus. Ich wünsche Ihnen persönlich für Ihre Zukunft alles Gute. Glück auf.
Vielen Dank, Kollege Gremmels. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was debattieren wir hier eigentlich? Den Wahlkampf im Nachbarland? Den Auftritt eines hiesigen Ministers dort? Ein Papier, das da heißt, die Zeit ist reif für den Kohleausstieg, das er als Minister unterschrieben hat? Oder reden wir über den Kohleausstieg in Hessen und was getan werden muss? Ich bin mir nicht ganz sicher, worum es hier eigentlich geht. Und sollte es um dieses Papier gehen, das der hessische Minister mit unterschrieben hat, dann kann ich nur sagen, ich hoffe, dass er das als Minister unterschrieben hat. Ich hoffe, dass die CDU hinter diesem Minister steht. Und ich hoffe, dass das hier in Regierungshandeln endet. Und ich hoffe, dass Sie sich darin einig sind, dass wir diesen Kohleausstieg brauchen. Und ich finde es überaus bedauerlich, dass es offensichtlich immer noch Menschen gibt, die jenseits von alledem, was uns Wissenschaftler, Klimaforscher, Klimabeobachter seit Jahren aufschreiben und mitteilen, hinter allen Fakten zurückbleiben und hier zögerlich und ängstlich sagen, wir machen das gar nicht, wir machen eins nach dem anderen, wir machen es irgendwann. Wann ist bitte irgendwann? Wir sind verpflichtet, weil wir in Verträgen verhaftet sind, Gott sei Dank, im Pariser Abkommen. Und wir sind verpflichtet, weil wir es uns und unseren Kindern schuldig sind. Wir brauchen nicht mehr über Wirtschaft nachzudenken, wenn wir in eine Situation kommen, in der wir hier langsam aber sicher Atemnot kriegen. Und wenn wir nicht unmittelbar damit beginnen, in Hessen an dieser Stelle das anzupacken, was wir hier anpacken können, und dazu steht mir persönlich in diesem Papier viel zu wenig drin. Wenn wir uns die Aufgabe vom Ende her anschauen, dann ist das Ziel 2014, und bis dahin muss der CO2-Ausstoß in den Industrienationen gegenüber 1990 um 95 % reduziert werden. Das lässt sich aus dem Pariser Abkommen ableiten. Das sagen die Umweltschutzverbände, das sagen alle Wissenschaftler. Und wenn wir das machen wollen, dann ist jedes Kohlekraftwerk, das wir noch betreiben, ein Bremsklotz für diese Energiewende. Die deutschen Braun- und Steinkohlekraftwerke verursachen aktuell knapp 80 % der gesamten Energieemission des Stromsektors. Wenn wir da nicht drangehen, und zwar zügig, dann haben wir den Zeitpunkt verpasst, wo wir es noch schaffen könnten, unsere gesetzten Klimaziele zu erreichen. Es ist nicht 5 vor 12, es ist längst 5 nach 12. Das Kohlekraftwerk Staudinger muss nach den Berechnungen des WWF vom Januar dieses Jahres bereits bis 2023 stillgelegt werden. Die Aufgabe der Landesregierung ist es, für dieses Kraftwerk in Hessen bis 2023 einen sozialverträglichen Strukturwandel einzuleiten. Wo ist das konkret? Bitte, Herr Minister, tun Sie Ihren Teil dazu, dass das passiert, dass es endlich losgehen kann an der Stelle. Und halten Sie sich nicht zurück, sondern gehen Sie hier vorwärts. Und ich kann an die CDU nur appellieren, gehen Sie mit Ihrem Minister mit. Und dass die FDP dabei kleinlich rückwärtsgewandt gegen Windkrafträder rennt und immer wieder sagt, die Welt geht unter, wenn wir die Kohle abschalten, das kennen wir schon, aber das sollte doch nicht unser Thema sein. Unser Thema sollte doch sein, wie gelingt der Strukturwandel? Was müssen wir jetzt tun? Wir brauchen einen Stufenplan, wir müssen ihn angehen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, auch weiterhin Arbeit finden. Diese Arbeit wird da sein, die ist da, denn wir brauchen ja weiterhin Energie, wir müssen weiterhin Energie produzieren. Wir müssen sie ökologisch sauber produzieren. Wir müssen sehen, dass wir jetzt den Umstieg an der Stelle hinkriegen und die notwendigen Vorbereitungen treffen. Dafür braucht es dann Ideen, dafür braucht es Geld, dafür braucht es Know-how. Um das anzugehen, braucht es aber vor allen Dingen einen politischen Willen und politischen Mut. Und
Und an dieser Stelle denke ich, wir sollten froh sein, wenn wir in eine Situation kommen, dass wir da vorangehen, dass Hessen an der Stelle vorangeht. Das wäre der Zeitpunkt, zu beweisen, wir sind ein fortschrittliches und ich sage hier an der Stelle auch noch einmal modernes Industrieland und nicht rückwärtsgewandt, und wir setzen nicht auf Kohle. Wir haben nicht nur diese eine Kohlebaustelle in diesem Land, wir haben noch viele Kraftwerke, die viel zu viel CO2 emittieren, und wir müssen daran endlich arbeiten. Staudinger ist ein Schritt, es gibt noch viel mehr, deswegen gibt es wirklich viel zu tun. Und ich glaube, wir haben neulich ausführlich über diesen Klimaplan gesprochen, der meiner Meinung nach viel zu kurz greift, noch viel zu unambitioniert ist. Also vorwärts an der Stelle im Sinne von Klimawandel stoppen und dafür Sorge tragen, dass wir hier endlich weitergehen und nicht wie die FDP zögerlich und rückwärtsgewandt. Ich hoffe, die CDU ist diesmal nicht dichter bei der FDP, als wie es sie sonst manchmal ist. Wir sollten deswegen schauen, dass wir dem Minister an der Stelle den Rücken stärken. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. Peter Stephan. Peter, bitte, du hast das Wort. Hochverehrter Herr Präsident, genauso hochverehrte Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, wenn ich jetzt mal ein bisschen vorgreife, ich glaube, das ganze Spiel geht heute 4:1 aus. 4:1 für die Klimawende. Oder wir können es auch anders ausdrücken, so irgendwie 100 gegen einige für die Klimawende, wenn ich es mal im Basketballstil bei den Toren dort darstelle. Denn die Beiträge, die wir eben gehört haben, Kolleginnen und Kollegen, zeigen doch, dass wir eigentlich alle den Klimaschutz für notwendig und wichtig halten. Und ich glaube auch, das eine Tor, das eine Gegentor ist vielleicht auch so ein bisschen ein Eigentor. Denn ich unterstelle auch der FDP nicht, dass sie sich gegen die Beseitigung des Klimawandels ausspricht, sondern dass sie durchaus auch Interesse daran hat, dass wir weiterhin in einer intakten Welt mit einem intakten Klima leben können. Herr Kollege Rock, der Hinweis, wofür steht die CDU in Hessen zum Thema Kohle, den finden Sie im integrierten Klimaschutzkonzept 2025. Der Kollege Rentsch hat vor etwa 11 Monaten hier im Parlament meine Kollegen aufgefordert, wir mögen doch einmal den Klimaschutzplan lesen. Schauen Sie sich die Protokollnotiz an. Ich sage, hätten Sie es gelesen, Herr Rock, dann wüssten Sie, wie wir dazu stehen. Dort steht beispielsweise, im Energieumwandlungssektor steht die Reduktion des CO2-intensiven Brennstoffs Kohle im Vordergrund. Das steht dort. Das ist getragen von allen Regierungsmitgliedern der Regierung Bouffier, getragen von den beiden Koalitionsfraktionen. Da steht dann auch etwas drin über Energieeffizienzprozesse, über CO2-arme Brennstoffe und all die Dinge, die dort sind. Und es gibt unter den Maßnahmen eine prioritäre Maßnahme, die da lautet, und da erzähle ich Ihnen auch wieder, wie und wo die hessische CDU steht, die hessische Landesregierung unterstützt Initiativen des Bundes zum Kohleausstieg, den Kohleausstieg so schnell wie möglich voranzubringen. Dies soll unter Berücksichtigung von sozialen, ökonomischen und energiewirtschaftlichen Aspekten geschehen, damit langfristig das Ziel der Dekarbonisierung der Energiewirtschaft erreicht werden kann. Kolleginnen und Kollegen, das ist die Position, die wir vertreten, und sie ist nachlesbar. Und vielleicht hätte es Ihnen vielleicht geholfen, diese Aktuelle Stunde zu vermeiden. Ich danke Ihnen trotzdem. Es gibt mir Gelegenheit, noch einmal zum für mich wichtigen Thema Klimaschutz zu sprechen. Also keine Kleinmütigkeit, sondern Mut. Wir gehen in Deutschland den Weg der Energiewende. Herr Rentsch hat gestern ausgeführt, so habe ich das verstanden, dass wir eine starke Wirtschaft haben, in Hessen eine starke Wirtschaft, in Deutschland eine starke Wirtschaft haben. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass es Faktoren gibt, die wir beobachten müssen, um diese starke Wirtschaft nicht zu gefährden. Aber schauen wir doch einmal in andere Länder, vergleichen wir einmal andere Länder, die keine Energiewende, die keinen Klimaschutz betreiben wie wir. Schauen wir doch dort einmal, wie sieht es mit der Beschäftigung aus? Wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit aus? Wie sieht es mit dem Staatseinkommen aus? Seit 2011 betreiben wir intensiv Klimawende, und seit der Zeit geht es in Hessen, in Deutschland wirtschaftlich nicht schlechter. Im Gegenteil, es geht uns viel besser. Kolleginnen und Kollegen, Unternehmen sind dynamisch. Sie wissen, wie man auf Herausforderungen reagiert. Und wenn heute Morgen in Grevenbroich
Frau Kanzlerin Merkel gemeinsam mit der Ministerpräsidentin von Norwegen ein Aluminiumkraftwerk, eine Veredelungsstraße dort einweiht. Aluminium, wissen wir alle, ist ein sehr energieintensives Produktionsverfahren. Dann zeigt das doch, dass in Deutschland auch weiterhin solche innovativen Prozesse greifen, dass wir in Deutschland auch weiterhin energieintensive Unternehmen haben können. Ich gestehe zu, es gibt viele Risiken, aber die guten Beispiele, nehmen wir auch einmal die Internetknoten in Frankfurt. Warum sind denn die in Hessen, in Deutschland? Klar, dass sie in Hessen sind, ist das Beste, was uns passieren kann. Aber in Deutschland sind sie auch. Und ich glaube, an der Stelle haben wir tatsächlich auch eine Reihe von Qualitäten, die wir aufweisen können. Und ich habe so scherzhaft formuliert in dem Beitrag, den ich geschrieben habe, diese Norweger, die zu uns kommen, die Internetknoten, die nach Frankfurt kommen, die kommen sicher nicht alleine deswegen her, weil es den guten Bergstresser Spargel, den guten Rheingauer und Bergstresser Wein oder die Aale Wurst gibt in Hessen. Die gibt das, ist ein Grund sicherlich, aber das ist nicht der entscheidende Grund. In einem Management-Board entscheidet man unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wo man investiert, und man investiert hier bei uns in Hessen und in Deutschland. Ein zweites. Sie haben, Kolleginnen und Kollegen von der FDP, das Thema Verbraucher angesprochen, Strompreise, Verbraucher. Ich kann Ihnen sagen, dass mein Versorger seit 4 Jahren den Strompreis nicht erhöht hat, im Gegenteil sogar ein wenig gesenkt hat. Es muss also möglich sein, dass ein Stromverkäufer hier in Deutschland auch die Strompreissteigerungen, die wir einerseits über EEG haben, ja, andererseits aber durch billigeren Grundstrom tatsächlich ausgleichen können, dass man so etwas tatsächlich auch machen kann. Wer also will, ich will nicht werben für das Unternehmen, das ist in meinem Wahlkreis in Bensheim, der schönsten Stadt an der Bergstraße. Insoweit sage ich jedem gerne, Herr Schmidt, heute doch bitte nicht, gell? Wir kennen das Thema. Also an der Stelle, es gibt auch Beispiele dafür, dass man sich wirklich darum kümmern kann, dann kann man möglicherweise auch dort weiter wegkommen. Es gibt, das erlauben Sie mir auch noch als Aussage heute, wenn es auch nicht so ganz hundertprozentig zum Klimawandel passt. Es gibt natürlich andere wirtschaftliche Faktoren, die die Wirtschaft etwas behindern. Und das ist mir, und das erlauben Sie mir heute zu sagen, ein ziemlich schweres Anliegen, dass eine wichtige Umgehungsstraße bei mir im Odenwald seit 40 Monaten vor einem Gericht liegt und nicht verhandelt wird. Das schadet der wirtschaftlichen Entwicklung. Und da, glaube ich, können wir auch noch irgendwo etwas dagegen tun. Kolleginnen und Kollegen, wir haben in dem Klimaschutzplan ein klares Bekenntnis zur Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Und ich habe auch ein nettes Schreiben bekommen zu diesem Thema, zu meiner Arbeit, in dem steht drin, es sei für solche Papiere ungewöhnlich, dass dort enthalten sei ein klares Bekenntnis zur Wettbewerbsfähigkeit. Es sei ein wichtiger, ein weicher Faktor auch für Unternehmen zum Investieren. Und ich hoffe, dass Sie deswegen auch noch stärker zu uns nach Hessen kommen zum Investieren. Erlauben Sie mir noch zwei eher persönlich gefärbte Anmerkungen, die mich auch etwas geprägt haben. Mitte der 90er Jahre gab es eine Verpackungsverordnung, neu vom Bund, ökologische Gründe, können wir alle irgendwann einmal in der Geschichte nachlesen. Ich war damals verantwortlich in dem Distributionszentrum für ein Budget von Verpackungsmitteln von einige Millionen, die wir da jedes Jahr verbraucht haben. Und die Angst ging um, was macht da die Regierung damals in Bonn? Was kostet uns das? Dann haben sich die Mitarbeiter hingesetzt und haben überlegt, was kann man tun, damit wir mögliche Kostensteigerungen bei diesem relativ komplexen Thema vermeiden. Und am Ende ist herausgekommen, wir haben Hunderttausende von Euro für Verbesserungsvorschläge bezahlt. Und wenn Sie dann sagen, dass immer das Zehnfache eingespart worden ist, dann wissen Sie, wie viel wir eingespart haben. Und die jungen Männer haben erreicht, dass sie haben ein Patent zustande gebracht in diesem Bereich. Und ich sage Ihnen, das ist für mich so ein Beispiel, wenn man mal richtig reingeht und nicht vor Angst schlottert, wenn es ein Problem gibt, sondern guckt, wie kann ich es lösen, dann kann man es lösen. Das gilt für die Energiewende, das gilt für den Klimaschutz, das gilt für die ganze Wirtschaft insgesamt, Kolleginnen und Kollegen. Lieber Kollege Stephan, Sie haben noch eine halbe Minute. Wie lange noch, Herr Präsident? Ich habe noch eine halbe Stunde. Kolleginnen und Kollegen. Also in Volkshausen ist eine halbe Minute 30 Sekunden. Anders wie bei euch da unten. Die Gelegenheit, noch etwas sagen zu können, heute auch zum Klimaschutz. Es ist mir ans Herz gewachsen, mich da zu tätigen. Das ist meine letzte Rede, Kolleginnen und Kollegen. Die erste hat sich um Kernenergie gerankt. Das war
In dem Jahr, Herr Schmidt, als wir hier etwas unklare Mehrheitsverhältnisse hatten, da musste immer der, der am nächsten nach Biblis wohnt, der musste rein. Und weil ich halt im Umweltausschuss war, hat es mich getroffen. Ich habe lange und viele Reden über Kernenergie gehalten. Ich habe lange und viele Reden zum Thema Klimaschutz und Energiewende gehalten. Es waren harte, es waren schöne Zeiten, es waren Debatten, die manchmal schwierig waren, es waren Debatten, die manchmal leichter waren. Das hat mir auch mal einen Ordnungsruf eingebracht, liebe Kollegin Dorn, als wir uns auseinandergesetzt hatten hier im Parlament. Nichtsdestotrotz, wir haben uns später gut verstanden. Und ich möchte Ihnen allen danken für die gute Zeit, die ich hier in diesem Landtag hatte. Es gibt so einen Spruch, wie heißt das, Weihrauch schwärzt den Heiligen. Das trifft bei beidem nicht für mich zu. Ich bin weder ein Heiliger und schwarz bin ich schon von vornherein. Also da kann ich nicht noch schwärzer werden, als ich jetzt schon bin, Kolleginnen und Kollegen. Dank Ihnen allen für die gute Mitarbeit. Danken möchte ich aber auch all denen, die diese Arbeit unterstützt haben, die ich gemacht habe, und vor allem dem Kollegen Marco Gauck, Fraktionsreferent, der ungeheuer viel auch geleistet hat und mich in diesem Maße unterstützt hat. Ich wünsche Ihnen Mut, wünsche Ihnen so gute Zeiten, wie ich sie hier erlebt habe, auch in Zukunft. Ich wünsche Ihnen und euch allen eine gute Zusammenarbeit zum Wohle unseres Landes Hessen und seiner Bürgerinnen und Bürger. Danke. Lieber Peter, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Du wirst ja heute Abend zum Ende der Plenarsitzung sicherlich hier noch offiziell auch verabschiedet. Ich will aber trotzdem die Gelegenheit deiner letzten Rede in diesem Hause nutzen, um dir ein herzliches Wort des Dankes zu sagen. Mehr als 9 Jahre hast du dem Hessischen Landtag angehört. Und hier sitzen die 110 Mitglieder des höchsten Verfassungsorgans unseres Landes. Das wird manchmal draußen vergessen. Die Abgeordneten stehen dem Protokoll nach weit vor Oberbürgermeistern und Landräten. Das kann man ruhig ab und zu mal sagen, damit sie es auch hören draußen. Und du hast in besonderem Maße, dich eingesetzt hier in deinem Fachbereich, wo du reüssiert hast mit hoher Fachkenntnis, mit großem Engagement, mit Herzblut, aber auch in einem sicherlich der schönen oder der schönsten Wahlkreise des Landes Hessen, wo du in besonderem Maße dich für die Bürgerinnen und Bürger als Wahlkreisabgeordneter eingesetzt hast. Dafür herzlichen Dank für die Zukunft im Namen des gesamten Hauses. Alles Gute, lieber Peter. So. Meine Damen und Herren, wir fahren in der Beratung fort. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Priska Hinz. Bitte sehr, Priska. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, nachdem die FDP den Klimaschutzplan jedenfalls bei der Debatte darüber nicht mehr so richtig skandalisieren konnte, vielleicht auch den Passus zum Kohleausstieg überlesen hat, das weiß ich jetzt nicht, will Ihnen auch nicht zu nahe treten. Auf jeden Fall versuchen Sie heute, das Thema noch einmal hochzuziehen. Nur Sie haben ja selber gemerkt, irgendwie klappt es nicht so richtig. Und ich glaube, das hängt daran, dass Sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen, wo eigentlich die Zukunft liegt, vor allen Dingen auch wirtschaftlich die Zukunft liegt. Wir haben in Deutschland etwa noch 30.000 Arbeitsplätze im Kohlesektor. 30.000 Arbeitsplätze. In den 60er Jahren im letzten Jahrhundert waren das noch 650.000. So ist das schon abgeschmolzen. Und nach dem Auslaufen der Steinkohleförderung wird sich die Zahl noch einmal um ein Viertel etwa reduzieren. Über diesen
Sektor reden wir? Wenn Sie sich erinnern, als wir über den Klimaschutzplan des Landes Hessen diskutiert haben, habe ich Ihnen erläutert, dass die Maßnahmen, die wir dort vorgesehen haben, Investitionsimpulse in Höhe von 1,6 Milliarden € freisetzen und damit fast 40.000 neue Arbeitsplätze generieren können in Hessen. Wenn man das gegenüberstellt, dann können Sie nicht behaupten, also nicht, wenn Sie noch in irgendeiner Form als FDP wirtschaftliche Kompetenz für sich reklamieren wollen. Können Sie nicht behaupten, dass es nicht notwendig wäre, einen Plan zu erstellen für den Ausstieg aus der Kohleförderung und der Kohlenutzung in Deutschland, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus sozialen Gründen, weil wir dort eine Umstellung brauchen, die auch gesteuert werden muss, damit die Menschen, die dort vor allen Dingen im Kohlerevier noch arbeiten in Nordrhein-Westfalen, eine Zukunft haben, und auch natürlich aus ökologischen Gründen. Wir verfehlen ja jetzt absehbar schon das Klimaschutzziel 2020. Und da kann ich mir nicht verkneifen, Herr Gremmels, Herr Abgeordneter, dass das unter anderem auch deshalb passiert, weil die Bundesumweltministerin Hendricks mit ihrem Klimaschutzplan am damaligen Bundeswirtschaftsminister Gabriel bezüglich der Kohleausstiegspläne kläglich gescheitert ist. Also so viel zur Position der SPD. Und die Ministerpräsidentin Kraft hat ja jetzt in NRW sofort auf die Düsseldorfer Erklärung völlig allergisch reagiert, weil sie dieses Thema zurzeit nicht anpacken will. Aber es wäre notwendig, jetzt sofort eine Kommission einzurichten, jetzt den gesellschaftlichen – ja, ich weiß, das tut Ihnen weh, aber das kann ich Ihnen im Moment nicht ersparen – dass Sie da auch keine durchgängige Position haben. Es wäre notwendig, jetzt den gesellschaftlichen Dialog zu eröffnen, mit Gewerkschaften, mit Umweltverbänden, mit der Politik, mit der Wirtschaft, um einen entsprechenden Ausstiegsplan für die Kohle zu schaffen. Wir brauchen nämlich den Markt für Zukunftstechnologien. Und wenn Sie sich einmal anschauen, wir wären auch nicht alleine. Weltweit hat der Ausstieg aus der Kohlenutzung begonnen. In den Niederlanden gibt es den Ausstiegsbeschluss, in Frankreich, Großbritannien, selbst in China wollen sie reduzieren. Und die Investitionen in erneuerbare Energien betragen weltweit 300 Milliarden US-Dollar allein im letzten Jahr. Das sind mehr Investitionen, als in fossile Kraftwerke noch gesteckt werden. Wenn man noch dazu schaut, wo eigentlich die Finanzinvestoren ihre Gelder investieren, es ist auch ein Argument, weil es die Frage ist, wo legen wir unser Geld an, wo wird Geld angelegt, und das steuert natürlich ungemein. Und wenn der Staatsfonds Norwegens weg von der Kohle gesteuert wird, wenn die Allianz ihre Anlagen nicht mehr in Kohle investiert oder in solche Werke auch investiert, in solche Anlagen, die das unterstützen, dann hat das Konsequenzen natürlich auch für die großen Energieversorger. Und deswegen wollen die ja auch umsteuern auf erneuerbare Energien. Und das können wir doch nicht einfach irgendwie wegnuscheln, sondern das ist der weltweite Zug weg
von der Kohleindustrie hin zu Klimaschutztechnologien, zu Energieeffizienz, zu erneuerbaren Energien. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht einfach zugucken, sondern dass wir vor allen Dingen vorne mit dabei sind. Denn Deutschland war immer stark. Deutschland war immer sehr stark in Investitionen in Umwelttechnologien. Das hat unsere Wirtschaft auch stark gemacht. Auch das Setzen in Energieeffizienz, das nicht nur hessische Unternehmen inzwischen sehr stark machen und gestalten, sondern bundesweit. Deswegen sollte das eine Warnung sein, auch für die FDP, dass die Wirtschaft sehr viel weiter ist als die FDP selber hier im Landtag. Frau Ministerin, Sie denken bitte an die Redezeit. Ich komme zum Schluss. Wir haben jetzt die Chance, unsere Energiepolitik positiv zu gestalten und nicht abzuwarten, dass am Ende wir soziale Verwerfungen haben in einem Maßstab, wie wir es nicht haben wollen. Und wir brauchen vor allen Dingen die Notwendigkeit, jetzt auf den, nicht nur den fahrenden Zug aufzuspringen, sondern uns möglichst an die Spitze zu setzen. Die Zukunft beginnt jetzt, und zwar ohne Kohlekraft. Die Zukunft beginnt aber anscheinend ohne die FDP, zumindest hier im Hessischen Landtag. Und ich möchte natürlich Peter Stephan noch einmal herzlich danken für die Unterstützung, die ich auch bekommen habe, für die gute Zusammenarbeit, die wir hatten. Ich habe das sehr geschätzt, das offene Wort, auch die kritische Auseinandersetzung. Aber wir haben dann am Ende immer sehr gut kooperiert, die Beschlüsse gemeinsam durchgetragen, durchgesetzt. Und ich hoffe sehr, dass du eine schöne Zeit hast, auch ohne uns. Es gibt auch etwas anderes als den Hessischen Landtag und die Politik. Aber ich wünsche dir ganz persönlich nur das Allerbeste. Und wir werden uns sicher auch an anderer Stelle das eine oder andere Mal noch begegnen. Alles Gute. Vielen Dank, Frau Ministerin. Eine schöne Zeit ohne uns, das kann man sich kaum vorstellen. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir am Ende der Aussprache für diese Aktuelle Stunde. Jetzt habe ich hier eingegangen an Ihren Plätzen verteilt. Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion DIE LINKE betreffend Rassismus, rechter Gewalt und rechtem Terror entschlossen entgegentreten. Dringlichkeit wird bejaht. Dann ist dies Top 58. Wenn nicht widersprochen wird, nach Top 49 aufgerufen und direkt abgestimmt. Wird so gemacht. Jawohl.